Mit dem WebIO Analog greifen Sie über das Netzwerk auf analoge Einheitssignale zu. Die Geräte erfassen, überwachen und setzen modellabhängig entweder Strom- oder Spannungssignale. Weil sie eine riesige Auswahl an Sensoren unterstützen, sind die analogen WebIO Allrounder. Einsetzbar zum Beispiel in der industriellen Fertigung, Regeltechnik und Gebäudeautomation. Die kombinierte Lösung für analoge Ein- und Ausgangssignale bringt ihre Messwerte ins Netzwerk. Die beiden verfügbaren Modelle unterscheiden sich durch die elektrische Ausführung ihrer Ein- bzw. Ausgänge. Entweder in einer Variante von 0 bzw. 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 Volt. Beide Geräte verfügen jeweils über zwei Kanäle, die wahlweise als Ein- oder Ausgang genutzt werden können. Die Wertebereiche für Anzeige und Verarbeitung können entsprechend der angeschlossenen Mess- und Stellgrößen skaliert und angepasst werden. Mit den WebIO Analog überwachen Sie diverse analoge Sensoren. So überblicken Sie Füllstände, Druck, Helligkeit und viele andere Messwerte. Füllstände, Druck, Helligkeit und viele andere Messwerte, ne? Messwert ist richtig. Die Geräte können Schaltsignale an andere analoge oder digitale WebIOs senden, wenn kritische Messwerte eintreten. Grenzwerte und Auslöser legen Sie in eigenen, definierten Aktionen fest. Die Geräte, man sieht das, wenn ich da unten auf den Zettel gucke, ne? Die WebIO Analog können aus ihrer Anwendung heraus über das Netzwerk gesteuert werden. Dabei können bis zu zwei analoge Signale am Ausgang eines Gerätes ausgegeben werden, um Anlagen zu steuern und die verschiedensten Stellgrößen zu regeln. Ja, komm, weiter geht's! Um Entfernungen zwischen zwei Standorten sicher zu überbrücken, tunneln Sie analoge Signale über das Netzwerk. Zwei WebIO Analog werden dafür in den Box-to-Box-Modus konfiguriert und übertragen dann eigenständig die IO-Signale. Protokolle! Ja. Protokolle! Integrieren Sie Ihre WebIO Analog via SNMP in Ihr Netzwerkmanagementsystem. Standardprotokolle wie TCP, UDP und HTTP stehen ebenso zur Verfügung wie auch Industrieprotokolle. Dank MQTT, Modbus TCP und einer REST-Schnittstelle sind WebIO Analog ebenso für Industrie 4.0 Anwendungen geeignet. Die analogen WebIO verfügen über eigene integrierte Datenlogger. Sie können Ihre Daten mit einer Frequenz von 15 Sekunden bis 60 Minuten direkt im Gerät speichern. Sie möchten weltweit auf Ihre Daten zugreifen können? Dann nutzen Sie zur Dokumentation auch die WNT Cloud. Dank des Tools Votility erfolgt die Inbetriebnahme von WNT-Komponenten innerhalb von wenigen Minuten. Sie weisen dem Gerät einfach eine IP-Konfiguration zu und können anschließend alle weiteren Einstellungen über die Weboberfläche des Gerätes vornehmen. Die WNT Rulebox verbindet Ihre WebIOs mit zahlreichen Aktoren und Sensoren anderer Hersteller. In der grafischen Entwicklungsumgebung lassen sich Prozesse einfach visualisieren und Abläufe automatisieren. Weitere Informationen zu den analogen WebIOs finden Sie auf wut.de/analog.